So, damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forza Horizon 3 zur Hot Wheels Expansion. Und heute dabei ist nicht der Kai, sondern heute mal der Micha. Oh. Der Kai konnte heute leider nicht oder wollte nicht. Er hatte was anderes zu tun, aber heute ist der Micha für mich da. Ein guter Kollege von mir. Ich habe ja auch schon mal mit dir Drag Races aufgenommen. War sehr schön mit dir. Und er fährt dir gerade eine wunderschöne A-Klasse im Skittles-Design. Finde ich sehr nice. Ja. Ist das die Horizon Edition? Ja, ja. Ich fahre hier diesen neuen Chrysler aus der Expansion. Mit dem Design von Don Jevonsong auf A-Klasse aufgetunt. Mit der kleinen Hutze. Sieht ganz nett aus, würde ich sagen. Und ich habe erst vor der Aufnahme einen Scheunefund-Gerücht bekommen. Also es gibt hier natürlich wieder einen neuen Scheunefund in Expansion. Der ist hier auf der Karte so im Süden von Jurassic Jungle. Da fahren wir mal kurz hin. Ich würde sagen, den suchen wir einfach mal. Ich mache mal einen Wegpunkt. Siehst du das, Michi? Siehst du den Wegpunkt? Ja. Gut, dann fahren wir mal nach Grünes. Ja. Genau, wir fahren da mal kurz hin. Okidok. Gucken mal, was da so für ein Schein von ist. Ich bin echt mal gespannt. Ich habe wirklich absolut keine Ahnung, was das für ein Auto ist. Werden wir ja gleich sehen. Aua. Ups, Entschuldigung. Ja, das war meine Schuld. Ja, ist halt. Hier kann man sich so ein bisschen öfter raum. Okay, doch. Oh, loop-di-loop. War eine falsche Richtung nicht, ja, ne? Also, wir müssen rechts lang. Ehrlich? Oh. Ja. Ist doch egal. Okay. Aber ne, ich bin selber manchmal nicht besser. Ja, ich habe den Looping gesehen und habe mich nur noch gefreut. Ja, ich dachte aus dem Looping und dachte so, oh, wir müssen rechts lang. Hm. Doch, kein Looping. Hm, wie ein kleines Kind. Also das weckt wirklich das Kind in Manne in dir, ne? Du bist ja noch fast also bei, bei mir zumindest ist es so. So, warte mal, ich muss jetzt nach links, glaube ich, ne? Bin ich falsch gefahren? Ich weiß gar nicht. Auch sieht's richtig aus. Ich habe ja auch einen Kompressor drin, hört sich richtig nice an. Achso, Michi, willst du mal den Zuschauern verraten, wie alt du bist? Wäre ruhig mal ganz lustig. Ich bin Warte mal. Okay, hast du schon gesagt. Zu spät. Aber schreib mal in die Kommentare, was ihr denken würdet, wie alt er ist. Aber jetzt habt ihr gesagt, er ist 59 Jahre alt. Ist das nicht geil? Das ist mit einem so, ich sag mal, alten Menschen spielt. Also nichts, nichts gegen dich, Michi, aber ist doch mal was Cooles. Nein, ne? Nein. Dass sie auch mal die älteren Herrschaften für sowas begeistern können. Ja. Ist das Gebiet auch schon? Ach, das ist ein Dino. Ach, süß. Mama, ich will den das Haus hier haben. Sie haben ihr Ziel erreicht. Okay, das Gebiet hier ist wieder mal riesig. Ich halte mal kurz hier an am Straßenrand und gehe mal in die Drohne. Das ist ja auch ein großes Gebiet hier, ne? Jetzt mag ich zum Dino. Ich will den mir mal angucken. Die haben sich schon wirklich geil gemacht, ne? Ach, da ist er, der Kleine. Teil vielleicht nicht ganz. Ey. Bitte lächeln. Oh, sieht nett aus, so. Ich denke mir, die Scheune ist hier irgendwo im Wald. Also tippe ich jetzt mal. Michi hat den Scheunefund schon. Nein, Micha. Ich, ja. Ja. Bin ich so grob richtig? Ah, das ist noch eine EP-Tafel, die ich gesehen habe. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich fahre hier gerade irgendwo rum. Ach so, das ist... Ja gut. Ich sehe nicht, was du in der Drohne siehst. Da hast du allerdings recht. Wahre Worte von einem wahren und weisen Mann. Ist doch ein Riesengebiet hier, Alter. Auch mit so viel Wald, so viel... Hier sind diese Turbo-Dinger. Oh Gott, hoch, hoch. What the... Alter, hat mich der Dinosaurier gerade erschrocken. Oder so gebrüllt hat. Weißt du, ich flieg da so vorbei und einmal so... Brüllt er mega laut. Ich krieg gleich einen Herzinfarkt, ey. Gestern Abend in dieser Öffnungssequenz, ne, wie ich das erste Mal an dem Dino, wo der links von dir ist und dann so rüberkommt, ne, ich bin aus, also wirklich vor Schreck erstmal nach rechts an die Bande rangefahren. Ich bin so erschrocken. Ne. Bitte, oh, ja, nicht auf, ich will noch weiterleben. Ich meine, es kann ja eigentlich nichts passieren, aber das haben die wirklich sehr gut gemacht. Ne. Ist auch so ein bisschen wie so eine Achterbahn hier. Das ist echt ein Riesengebiet hier, wo da ist. Ist da noch ein Dino? Alter. Ist ja da noch einer? Nein, ich glaube, das sind zwei oder drei sogar. Aber ich denke mal an diesen. Da
Da schreit er aber auch, ey, meine Güte, da soll man seinen Mund halten. Ist ja unhöflich. Was ist es? Da die Scheune? Ich glaube, ich hab sie. Ha! Von denn? Asse? Ja. Ich setze mal kurz eine Okay. Route hin. Aber ich fand sie verhältnismäßig gut versteckt. So. Okay, ich fahre mal laut GPS. Ist, glaube ich, sicherer. Oh, ich fahre hier gerade durch den Wald. Ja, ich habe schon Er gesehen. durch. Und danach würde ich sagen, fahren wir mal noch ein, zwei Rennen. Ja, gerne. Wir haben ja beim letzten Mal mit den Achtklässlerinnen weitergemacht. Die führen uns ja noch ein paar. So, die Kurve rum. Regnet hier auch schon wieder. Oh Gott, Auto. Das war knapp. Ja, dieses Dschungelgebiet, das ist schon irgendwie nice. Das ist wirklich so ein bisschen wie so eine Achterbahn, nur Sag halt, dass du da mal, mit Autos drauf fährst. Nicht mit so einem Achterbahnzug halt. Ich habe ein Problem. Oh ja, ich bin ziemlich dumm. hast du nicht die richtige Straße gefunden? Doch, aber ich bin jetzt hier auf einer Bahn oben und nicht unten. Also hier Ah, ist keine nee, du Ausfahrt. musst. Ah, okay, nee, du musst runter. Komm ich hier runter? Warte, ich hoffe es mal. Sieht aber so aus. Okay. Au. Weil waren wir jetzt eigentlich Schrott, aber gut, ich hab's überlebt. Ah, da ist der Dino. So, jetzt muss ich auf dem richtigen Weg sein. Okay, Baum. Ach ja, gegen Bäume fahren. Das mache ich so oft im Let's Play, das glaubst du gar nicht. Sind magnetisch alle. Ja, die ziehen Sagen mich was magnetisch an. willst. Nicht nur dich. Ah ja, das. So, da bist du auch schon. So, gucken wir mal, was der Warren uns da zeigen wird. Wenn es überhaupt Warren ist. Ich glaube schon. Ja. Gut. So. Meinst du, Hot Wheels würde uns kleine Scheunen bauen, um unsere Klassikermodelle darin unterzubringen? Ist das ein Hot Rod? Dir das mal an. Kann man Das ist draus machen, alt. ja. Das ist antik. Das ist ein Ford Deluxe, die Coupé-Variante, denke ich, circa 1930. Und wenn man bedenkt, dass wir nun auf orangefarbenem Plastik durch den Himmel rasen, wie viel sich so getan hat. Okay, ein Ford Deluxe Coupé von 1930. Sieht auf jeden Fall so schon ziemlich Ich will cool ihn zur aus. Automesse bringen und dort aufpolieren lassen. Der wird richtig gut Macht aussehen. das Warren. Aber hier sind noch, erstmal ist noch mal ein Schild, das ich gerne einsammeln würde. Können wir mal hinfahren. Nur wieso bin ich wieder hier oben? Was soll das? Das ist doch. Warum? Bist du oben auf der Strecke? Ja! Ich wurde dann. Okay, Ich fahre wieder runter. ja. Das mit diesen gestrichelten Linien hast schon mitbekommen, ne? Dass das die Routen sind, wo du auf dem Boden fahren kannst, ne? Nö. Ach so, okay. Nee, wenn du mal in der Übersicht schaust, ne? Da siehst du doch diese gestrichelten Ja, ich Straßen. weiß, was du meinst. Und überall, wo diese Striche sind, kannst du auf dem Boden abfahren. Ah, das ist gut Weil zu sonst wissen. hast du immer das Gelände außenrum und da geht's. Und du weißt das und ich nicht? Das gibt's ja gar nicht. Ich weiß es aber auch erst seit heute früh so richtig. Ah, Rechts ich bin heute einige Straßen abgefahren. Ne? abbiegen. So. Ein Baum war wieder am Weg. Tut mir leid. Der zieht nicht magisch an. So, ja, alles kaputt machen. So, der Dino bewacht hier das Schild. So ein bisschen wie in The Witcher. Alter. Hilfe! Der quest Michi! Wo bist du? Doch, ich komme wieder raus. Ich habe einen Wegpunkt gemacht zur Tafel. Ach da, okay. Hier vorne eigentlich. So, wo ist denn das gute Stück? Hier gibt es nämlich wieder Im Ge 25 Tafeln oder 20. Ich weiß gar nicht. Sehen wir ja gleich. 25, ja. Wir haben hier 5000 Experienzien. Genau, 3 von 25 habe ich jetzt. So, eine Tafel ist noch da vorne, die machen wir auch noch. Ich fahr aber diesmal nicht nach GPS. Die ist doch, denke ich mal, wieder hier unten im Wald. Hier irgendwo. Ja. Okay, so viele Bäume. Das gefällt mir gar nicht. Okay.
Einfach hat ein kleines Problem. Ein Allrad? Natürlich nicht. Seitdem mit seiner billigen A-Klasse. Komm! Es ist doch. Muss ich noch ein bisschen schräger hochfahren? Das gibt's ja gar nicht, ey. Auch nicht bei Roller. Ja, das war dann der Punkt, an dem ich mir heute früh ein Auto mit Allrad geholt hatte. So, warte, ich bin da. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Jawohl. Das waren 20.000er, Mensch. Gut. Ja. Wir haben jetzt genug nichts getan. Ich würde sagen, nicht Forza Hub. Das war falsch. Da wollte ich nicht reingehen. Auch wenn es da sehr schön ist. Ich werde das auch gerne beenden. Liebes Spiel. Danke. Hier ist noch ein Rennen um die Ecke, ne? Und zwar Dinosaurier ruhen. Sehe ich das da richtig? Okay, was soll das jetzt? Meine Verbindung wurde getrennt. Meine auch. Ich warte drauf, dass du eine Horizon-Gruppe startest. Okay, ich mach kurz einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. So, wir sind jetzt wieder zurück hier. Haben kurz eine neue Lobby gemacht. So, wir fahren jetzt das Rennen hier. Horizon Hot Wheels, Dinosaurier Unruhen. Okay. Hat bestimmt was mit Dinos zu tun. Wie komme ich bloß darauf? Wir nehmen mal das Vorgegebene hier auf A-Klasse. Und fahre natürlich hier meinen Chrysler VH Valiant Charger RT E49. Ich habe keine Ahnung, wofür der Wagen bekannt ist. Aber ich finde ihn nice, muss ich sagen. Definitiv. Auch in der netten Lackierung. Vom guten Don Jevonson, oder wie der heißt. Das ist halt ein ziemlich krasser Forza-Suchti, wer den nicht kennt. Der hat, glaube ich, das ist der Gründer vom zweiterfolgreichsten Club hier im Spiel, also der, die meisten EPs haben. Also Micha ist vom besten Club quasi, die meisten EP machen, PWN-Club. Der hat, glaube ich, auch einen auf Platz 2 oder 3, ich weiß nicht. Ja, irgendwo da oben. Also man kennt ihn. Er ist nicht ganz unbekannt. Er hat viele, viele Videos schon gemacht, das stimmt. Ich auch. Aber nicht so viele Abonnenten. Ein begnadeter Drifter. Ja, da zählen wir beide, glaube ich, nicht zu. Zu den Driftern. Nee. Ja, nicht ganz. So, hier natürlich hier Teamrennen. Quasi wir beide im Team gegen die KI. Okay. Ich habe ja sogar die Hot Wheels Reifenmischung drauf. Also die muss ja wohl gut sein. Gibt's die eigentlich für jedes Auto? Nee, ne? Nur für die Hot Wheel Autos, ne? Weiß nicht. Alles klar. Okay, ein Sprung. Alles klar. Okay, scheint eine coole Strecke zu sein. Soll er bremsen? Ich habe mal wieder gebremst. Ja, auf alle Fälle vom Gas runter. Ja, Vollgas geht nicht ganz. War eine coole Strecke, finde ich. Nicht gleich ein Drehwurm. Finde ich schon schwindelig. Ja, das ist so geil. Ja, aber Wagen fährt sich ziemlich gut. Michi, zweiter, schön. Ja, Allrad-Power. Nein, mit Allrad kommst du hier auch gut durch. Also die Turbos sind übel, ne? Dieser Speed, ja, den du dann da bekommst. Das arme Getriebe, oder? Aber so, gleich der nächste. Und hui! Ach du Scheiße. Alles klar, 330 km/h. Oh Gott! Hi Fabi. Hallo. Alter, die Kurve grad, die war unfair gesehen. Ich wollte dich gerade noch warnen, aber... War zu spät. Ich war selber überrascht. Ist ja gerade so ein Turbo, mega viel Speed über 300 km/h und dann auf einmal so, ja, auf was ich 50 km/h abbremsen. War gerade zweiter und dritter. Läuft, also unser Team ist gerade schön am Gewinnen. War, finde ich, schöne Strecke, oder? Ja, also ich, vor allem jetzt, wo es Nacht wird und die Beleuchtung einsetzt, das haben die wirklich geil gemacht, ne?
Oh Gott, ist hier abgeschlossen. Was mache ich denn da eigentlich? So. Oh, hatten wir ein Ziel gehabt? Ha? Jetzt haben wir alles die Rundenzeit. Hab ich bereits geschafft. Ah, okay. Jetzt gleich wieder Drehwurm. So, Alter. Das sieht schon echt schön aus. Also optisch auf jeden Fall eine Augenweide. DLC hier. Definitiv, ja. So, jetzt wieder Vollgas. Ob ich den erst nach vorne noch kriege, ich weiß es nicht. Das ist eine gute Frage. Also ich bin nicht weit entfernt. Aber wieder Turbo. Ja, ich könnte ihn theoretisch noch kriegen. Mir fehlt da ein bisschen die Leistung. Ich werde auch gleich ein bisschen früher bremsen. Nee. Aber ich denke mal, zweiter, dritter ist trotzdem eine ziemlich gute Leistung. Kann man mit leben. Ja, der ist einfach zu gut. Oh! Scheiße. Oh, mich haben sie gerade abgeschossen. Gerade wieder mächtig scheiße. Ich kann auch gewinnen. Nein! Warte. Nein, 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 nein. Alter, das war mega knapp. Alter. War halt durch Michi. Komm. Ja, ich sehe es schon vor mir. Ich drücke dir die Daumen. Jo. Puh. Aber noch 8, ist doch nicht schlimm. Team hat gewonnen. Darum geht's ja. Eigentlich war lag die ganze Zeit so gut vorne. Aber zwischen mir und dem ersten, da war nicht mal eine halbe Autolänge. Das war am Ende mega knapp. Okay. Ich bin doch eigentlich sehr scheiße gefahren. Deswegen ist es zwar noch in Ordnung, aber ey, das war echt knapp. Ist ja mal so 20, 30 Meter mehr, ich wäre erster geworden. Naja. Gut. Aber war trotzdem sehr schön. Und gibt auch 3 Sterne. Oh! Sehr schön. Jetzt fehlen mir noch 6 Sterne für die nächste Kategorie quasi, für die nächste Stufe. Dann würde ich sagen, machen wir heute noch ein zweites Rennen. Ja, gerne. Welches nehmen wir denn? Wir nehmen mal ja das Sprintrennen Stadtjagd. Markiere ich mal. So, nee, nicht umdrehen, Michi. Umdrehen? Oh, nein. Okay. Hier geht lang. 2,6 Kilometer ist ja nicht viel. Oh Gott. War der Crazer, der fährt sich wirklich ausgesprochen angenehm. Ja, hat man gerade gesehen. Also manche Kurven sind echt enger, als man denkt, ne? Ja. Auch die bei Nacht ziemlich schön, so ruhig, so. Auch mal nett. So, hier mal abbiegen. Oh ja. Warte, ich nächste wieder rechts. Ich hatte ja am Anfang gedacht, dass das Surfers Paradise ist. Habe ich auch gedacht. Das ist ja eine komplett andere Stadt, ne? Mein Schonnefund ist gerade fertig geworden. Hat mir mein Mechaniker gesagt. Können wir dann auch gleich abholen nach dem Rennen, theoretisch. Wenn noch Zeit ist in der Folge. Oder in der nächsten Folge. Mal schauen. Rasen sind aber eng hier. So, oh Gott. Emma. Ja gut. War ein wenig zu spät vielleicht. Ja, ich bin immer noch damit zu beschäftigt, hier mir die Gegend anzugucken. Ne? Nein, ich konzentriere mich aufs Fahren. Wäre aber es gibt in einem Rennspiel eventuell vorteilhaft. Aber es gibt halt so viel zu sehen. Ne? Das ist so schön gemacht alles.
Ist auch so irgendwie so idyllisch, finde ich. Nice. Einfach nur nice. So, zweites Rennen hier heute. Die Stadtjagd. Ach ja, es ist gerade Dämmerung, oder? Ich weiß gar nicht. Geht gerade die Sonne auf? Mal schauen. Werden wir ja gleich sehen. Wir starten wieder ziemlich weit hinten. Und wie mag man es Forza natürlich nicht. Warum auch? Erst die Frage, wer merkt mich schon? Huch, hier teilt sich's ja. Oh Gott, da schon wieder. Ich hab das fast nicht gesehen, da hier die KI vor mir war. Alles klar. Alter, die Lichtschirme ist gerade so genial. Sieht so schön aus. Oh Gott. Ich Ich bin runtergeflogen. Ja. Oh, du warst es? Ja. Ich bin noch oben. Ich bin voll gerade geradeaus durchgefahren. Habe ich nicht gesehen. Das habe ich auch nicht kommen sehen. Da war so eine Lücke, wo ich gerade auf mich gepasst habe. Und dann, ja, zack, war ich im Wasser. Ja, war ein bisschen nass, aber sonst. Ja, war frisch. Weg hier. Fährt mir der überhaupt? Hämpft mich Oh gerade ein nein. bisschen nach vorne. Oh, da ist wieder Bremsen angesagt. Oh ja. Das ist ja echt fies, wenn sich's nach den Boostern so zuzieht, ne? Ich fahre dann so oft noch Leute rein. Bin hier so schlecht, was ist da los, ey? Ja, eher ungewohnt von mir. War da für mich gerade ziemlich gut. Ja, ich Also kämpfe mich hier relativ. so durch. Bei mir läuft es eher nicht so. Ich bin letzter. Das ist aber schon. Oh Gott, das teilt sich hier Ja. wieder. Oh, es teilt sich. Sorry. Ich wäre, glaube ich, ein kleines Problem. Und diese Strecke war einfach gerade nicht eingezeichnet, dass sich das so teilt. So, aber gerade eine normale gerade Strecke. Und dann zack, ja, musst du auf einmal mega hart, da, ne? Das ist mir heute. Upsala. Es ist mir heute früh beim Fahren auffallen, diese blauen Streckenteile, da hast du auch überhaupt keine Oh Gott, Orientierung hör oder auf überhaupt und fahren. keine. Wollte ich mich verarschen? War hier der kurze Abschnitt? Also nur ein kurzes Stück. Aber auf diesen blauen Abschnitten, da gelten wahrscheinlich besondere Regeln, ne? Die sind auch nicht auf der Karte irgendwie vermerkt. Du siehst die oft gar nicht. Sollte noch ein paar Plätze gut machen am besten. Komm nicht viel weiter nach vorne. Nee, ist alles gut, nur ich baue ziemlich viel Scheiße. Die fahren heißen Reifen hier. Machen den Spielnamen alle Ehre. Nee. Gott, ey, ist ja Tami. peinlich, was ich hier mache. Das war echt peinlich. Mehr wie vierter Platz ging nicht. Mehr wie 12 da auch nicht. Okay. Ja, gut. Kann mal passieren. Ich bin auch bisher diesen Modus gar nicht gefahren, dass die Strecke mal so teilt. Habe ich bisher noch gar nicht gemacht eigentlich. Oder nicht, dass ich wüsste. Und die Teilung war manchmal sehr plötzlich. Weil sie nach der Gegner so vor dir ist, du siehst halt nichts. Wenn man die Oh, wir Strecke haben in nicht. 2 und du bist in der Mitte. So, mir fehlen noch 5 Sterne.
Ich würde sagen, den Scheunenfund abholen, das machen wir noch. Aber da teleportieren wir jetzt mal zum Festival, oder einfach ich zumindest. Okay, ich komme nach. Den hole ich den Guten mal ab. Und gucken wir den mal kurz an. Fahren werden wir, denke ich mal, demnächst irgendwann. Mal schauen. Ja. Vielleicht sogar nächste Folge, mal gucken. Oder vielleicht den Toyota Hilux. Wäre auch, glaube ich, mal nicht schlecht, den zu fahren. Weil wir haben ja noch. Ah, wer kennt ihn nicht? Den Mercedes A45 AMG. Nein, Chrysler meine ich. Ich wollte gerade einen Witz bringen, aber ihn verkackt. Mein Gott. Ich bin doch echt blöd. Ich meine, ist nichts Neues, aber. So, neuer Scheunenfund. So, ist der überhaupt schnell, der Wagen? Wir gucken mal. Also, wo ist er denn? Nicht so ganz. Nicht so ganz, sagst du? Ford aber schön. Deluxe 5 Window Coupé von 1932. Bereit zum Abholen. Komm. Wie es aussieht, ist das ein Fünftürer Coupé von 1932. Als das Teil rauskam, hat er neu 500 Öcken gekostet. So sieht's aus. Schon mal das Gefühl gehabt, im falschen Jahr geboren worden zu sein? Der hat 500 Öcken gekostet? Alter, voll viel. wo ist das bitte ein Fünftürer, wenn ich mal fragen darf? 5 Window, glaube ich, oder? Ach so, 5 Fenster. 5 Fenster, also eins, nicht zwei, 5 Türen. 1, 2, 3, 4, 6 Fenster. Sehe ich auch gerade so, ja. Okay. 3, also ich meine 6. 2 auf jeder Seite, 1 hinten, 1 vorne. Sind 6. Ja. Naja, aber nice, das Auto, oder? Wie es so dasteht. Hat was. Fährt nicht jeder, das ist was Besonderes. Aber ich denke, den kann man ganz gut aufbauen. Werden wir vielleicht in der nächsten Folge mal sehen, wie der Wagen fährt. Mal gucken, was ich dann fahre. Denn was ist auch, aber auch leider mit der heutigen Folge. Aber vielen Dank, Michi, fürs Mitmachen. Ne, war sehr lustig, finde ich. Ja, hat Spaß gemacht. Danke, KI, fürs Rahmen und auch schon mal an die Zuschauer. Ich werde in der nächsten Folge wieder mit Michi fahren. Oder Micha. Meine Güte. Ich sage einfach Michi, ist egal. Denn ich denke mal in der 5. Folge wieder mit Kai. Mal schauen. Oder auch mit beiden. Man munkelt vielleicht. Es war ja geplant, mit beiden zu fahren, aber ging halt nicht. Halt mit Michi, trotzdem war schön. Ja. Dann hoffe ich, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo, tschüss.